Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine große Freude, Sie hier im Namen des Präsidiums heute an der Fachhochschule Köln zu den diesjährigen Open Access-Tagen begrüßen zu dürfen. Diese Open Access-Tage sind die größte Veranstaltung zu Open Access im deutschsprachigen Raum. In meiner Eigenschaft als Vizepräsident für Forschung und Wissenstransfer freue ich mich natürlich ganz besonders, heute hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. In der Wissenschaft sind derzeit eine Reihe von Themen mit zunehmender Intensität in der Diskussion. So bietet eben die zunehmende Digitalisierung der Forschung eine Vielzahl von Möglichkeiten, welche sich derzeit sehr dynamisch entwickeln. Sei es der Umgang mit Big Data, also die Zusammenführung und Nutzung großer Datenmengen, der Aufbau von virtuellen Forschungsumgebungen oder die Entwicklung einer Open Science. Wegweisend ist hier sicherlich der Bericht Science as an Open Enterprise, Open Data for Open Science der Royal Society vom Juni 2012, welcher von einer Arbeitsgruppe unter der Leitung von Professor Geoffrey Bolton, Emeritus der Universität of Edinburgh, erstellt worden ist. Offenheit kommt hier im Titel mit dem Wort Open gleich dreimal vor. Die zunehmende Bedeutung von Forschungsdaten wird auch in einer Empfehlung der Hochschulrektorenkonferenz vom Mai dieses Jahres zum Ausdruck gebracht. Nämlich da geht es eben um das Management von Forschungsdaten. Es wird da nochmal herausgestellt, dass eben bei den Hochschulen diese zentrale strategische Herausforderung für die Hochschulleitungen ist. Begleitend dazu findet an unseren Institutionen der Auf- und Ausbau von Forschungsinformationssystemen statt. Das gilt sowohl für die Hochschulen als auch für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Hier beobachten wir, dass Großverlage Softwareunternehmen erwerben, welche sich in den letzten Jahren in Richtung einer Marktführerschaft für Forschungsinformationssysteme entwickelt haben. Die Art und Weise, wie wir zukünftig forschen werden, geht einher mit einer Veränderung in der Art des Publizierens von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir beobachten gemeinsam bereits seit mehreren Jahren das Steigen der Kosten für die Subskription von wissenschaftlichen Fachzeitschriften, welche von den wissenschaftlichen Bibliotheken zunehmend nicht mehr getragen werden können. Der Abbruch der Lizenzverhandlungen einer deutschen Universität mit einem Großverlag für wissenschaftliche Zeitschriften und damit einhergehende Transformationsstrategien werden ja später im Rahmen dieser Tagung noch diskutiert werden. Gleichzeitig nehmen wir teil und wahr eine sehr lang anhaltende Diskussion über die Weiterentwicklung des Urheberrechts. Ein wesentliches Element zum Sichtbarmachen von Forschungsleistungen ist das Publizieren über Open Access. Über die Nutzung von Open Access Zeitschriften, fachliche oder institutionelle Repositorien bieten sich für uns alle neue Möglichkeiten, wissenschaftliche Erkenntnisse zu kommunizieren. Im Rahmen dieser Tagung werden Sie sich umfassend mit den diversen Aspekten der Open Access Publikation befassen. Besonders interessant werden die bereits angesprochenen Hot Topics der Bewegung sein, nämlich die digitale Agenda der Bundesregierung, das, was in Horizon 2020 aufgeführt ist im Bereich der offenen Wissenschaft oder auch was dort gefordert ist, wird in Form von Data Management Plans, dann eben eine Transformationsstrategie vom grünen zum goldenen Weg oder, was Kollege Oswald schon angesprochen hatte, die Qualifizierung für Open Access mit Studium und Beruf. Für eine Hochschule stellt sich natürlich die Frage, wie man dies am besten alles organisiert. In unserer Hochschule haben wir erfreulicherweise bereits einige Open Access-Ansätze etablieren können. Diese möchte ich Ihnen gleich kurz vorstellen. Zunächst aber einige Informationen zu unserer Hochschule. Fachhochschule Köln ist die größte Hochschule für angewandte Wissenschaft in Deutschland mit mittlerweile mehr als 22.500 Studierenden. Ihnen stehen 39 Bachelor- und 37 Masterstudiengänge zur Verfügung, welche von unseren 11 Fakultäten an 4 Standorten angeboten wird. In allen Studiengängen sind Lehre und Forschung sehr eng miteinander verwoben. Das gilt sowohl für den ingenieurwissenschaftlichen wie auch für den Geistes-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaftlichen Bereich. Die Forschungsaktivitäten sind überwiegend über Drittmittel finanziert. Mit unseren Drittmitteleinnahmen liegen wir bei den Fachhochschulen regelmäßig auf Platz 1 in Deutschland. Wir sind in vielfältiger Form mit der jeweiligen Scientific Community vernetzt. Ich denke, die heutige Tagung, heute und morgen Tagung ist ein gutes Beispiel dafür.
und aufgrund unserer Forschungsleistung sind wir bereits seit 2009 Vollmitglied in der European University Association, da wo dort nur noch promotionsberechtigte Universitäten vertreten sind. Eine Qualifizierung der Studierenden für Open Access findet im Institut für Informationswissenschaften statt, und zwar dort in den Bachelorstudiengängen Bibliothekswissenschaft und angewandte Informationswissenschaft, wie im Masterstudiengang Bibliotheks- und Informationswissenschaft MALIS. Der ist entsprechend vorhin auch noch ausgestellt und die Informationen stehen noch zur Verfügung. Zukünftig werden wir ein entsprechendes Angebot auch für die Promovierenden unserer Hochschule anbieten. Eine vergleichende Übersicht zu den Ansätzen für Open Access in der Lehre im gesamten deutschsprachigen Raum wird ja auch Gegenstand einer der Vorträge auf dieser Tagung sein. Über das Zentrum für Bibliotheks- und Informationswissenschaftliche Weiterbildung, ZBIW unserer Hochschule, steht darüber hinaus auch für Externe oder insbesondere für Externe ein entsprechendes Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Auf Hochschulebene haben wir mittlerweile zwei Open Access Repositorien etabliert. Es ist zum einen E-Publications im Sinne eines institutionellen Repositoriums und zum anderen haben wir als fachliches Repositorium Cologne Open Science etabliert, in dem Schriften in Schriftenreihen qualitätsgesicherte Beiträge veröffentlicht werden. Diesen Server haben wir in 2013 DINI zertifiziert und es dürfte also der erste in Deutschland zertifizierte DINI-Server an einer Fachhochschule sein. Unser Senat hat im Januar 2013 eine Open Access Erklärung der Hochschule einstimmig verabschiedet. Nach unserer Auffassung besteht also eine solide Basis, um den Open Access Ansatz in der Breite der Hochschulen zu verankern und weiter auszubauen. Weitere Anregungen versprechen wir uns natürlich für die Diskussion mit Ihnen und für den Beiträgen in dieser Tagung. Abschließend möchte ich den Organisatoren dieser Tagung recht herzlich danken, also das Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften Köln, ZBMed, dem Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften und der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin Köln. In gleicher Weise gilt der Dank auch dem Kooperationspartner Informationsplattform Open Access.net. Wie allen Vortragenden und Beteiligten in dieser Tagung. Danken möchte ich selbstverständlich auch Herrn Professor Oswald und seinem Team vom Institut für Informationswissenschaften der Fachhochschule Köln für die sehr gute Vorbereitung der Organisation der Veranstaltung hier vor Ort. Abschließend wünsche ich Ihnen interessante Vorträge, spannende Diskussionen und eine Menge an erfolgreichen Netzwerken. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.